In Südfrankreich gibt es kein Restaurant wie das Ihre. Gestern Abend servierten wir das. In unserem Restaurant verstehen wir Kochen nicht als alte, eingeschlafene Ehe, sondern als leidenschaftliche Affäre. Bis eine Familie... Vorsicht, Papa! Stopp! Schieb! ...alles durcheinander bringt. Ich kaufe dieses Restaurant. Bonjour, das hier ist Privatbesitz. Entschuldigung, sind Sie die Eigentümerin? Nein, nein. Oh, dann dürfen Sie auch nicht hier sein. Das Restaurant direkt gegenüber hat einen Michelin-Stern. Sogar der Präsident ist da. Und bekommt der Herr Präsident da auch Mulgmasala, so wie es Hassan kocht? Die Leute hier essen sowas doch nicht. Weil sie es nie probiert haben, aber jetzt. Samstagabend ist Eröffnung. Mein Sohn ist der beste indische Koch in Europa. Heb die Hand, los, nicht so schüchtern. Lass bloß die Hand unten. Heb deine Hand, Hassan. Ich rede mit dir. Wehe, du hebst deine Hand. Fang an! Ist das dort eine Hochzeitsfeier? Eine Beerdigung. Der Tod des guten Geschmacks. Wenn ihr Essen so ist wie ihre Musik, schlage ich vor, sie drehen alles runter. Die Musik dreh ich runter, aber den Herr dreh ich auf. Sie wissen nicht, wann es genug ist. Genug von Ihnen. Papa, bleib ruhig. Das heißt ruhig bleiben. Spielverderber. Das Restaurant ist seit dem Tod ihres Mannes ihr ganzes Leben. Ich kann meine Mauer selber putzen. Die Außenmauer ist nicht ihre Mauer. Ich weiß das, weil ich den cleveren Plan hatte, sie so hochbauen zu lassen, dass niemand mehr ihr Restaurant sehen kann. Madame Mallory weiß schon nach einem Bissen, ob jemand das Zeug zu einem großen Koch hat. Madame, ich möchte Ihnen ein Omelette zubereiten. Immer von oben herab wie eine Königin. Sie schmeicheln mir. Sie verwirren seinen Geschmack mit ihren einfallslosen Soßen. Man nennt es aromatische Raffinesse. Und die wird er in meiner Küche erlernen. Ist er so gut, wie ich denke? Er ist besser. Madame Mallory und der Duft von Curry. Ich gebe andere Gewürze dazu. Wieso ein Rezept ändern, das schon 200 Jahre alt ist? Vielleicht sind 200 Jahre lang genug. We are ready, we are young. Ab 21. August im Kino.